Hallo und willkommen zum nächsten Pokémon Go Video. Das soll nur ein kleines Ankündigungsvideo werden, denn es gibt ein neues Event. Am Ende werde ich euch natürlich noch einen seltenen Fang zeigen, der mir gelungen ist über die Woche. Und noch einen neuen Pokédex-Eintrag habe ich mir entwickelt für dieses Video. War schon lange fällig, hatte jetzt endlich genug Bonbons. Das seht ihr aber im Anschluss. Ihr könnt ja selber lesen, worum es geht. Ich erzähle nur kurz ein bisschen was. Das Event soll morgen starten, am 5. Mai. Und ich dachte schon, das Wochenende wird scheiße, weil ich die Woche über kaum was Gutes fangen konnte, kaum gespielt habe, weil es fast nur geregnet hat. Hab zwar ein bisschen gespielt, wenn es trocken war oder nicht so schlimm geregnet hat. Und jetzt wird das Wochenende richtig genial, weil es ein neues Pflanzen-Event gibt. Das geht dann bis zum 8. Ich glaube, das ist der Montag. Und ja, ihr seht auf dem Bild hier schon ein Bisasam. Das macht mir natürlich Hoffnung, auch wenn ich nicht daran glaube, dass ich dann noch ein besseres Bisaflor zusammenkriege übers Wochenende, wenn ich genug spielen kann. Weil meins habe ich erst letztens entwickelt, könnt ihr gerne nochmal vorbeischauen. Das hat echt scheiß Moveset, das kann ich wirklich nicht gebrauchen für Arena-Kämpfe. Aber ich denke mal eher, dass bei mir so die üblichen Verdächtigen wie Knofensa, Myrapla kommen und vielleicht mal ab und zu Sonnkern und Hoppsprossh. Die sind aber wirklich nicht zu gebrauchen. Beziehungsweise Sonnenkern brauche ich natürlich noch für Sonflora. Da fehlen mir noch die Bonbons. Sonnenschein habe ich 3 Stück. Deswegen hoffe ich auch, dass ich genug Mirabla-Bonbons zusammenkriege. Damit ich ja nochmal zweimal Bulubella entwickeln kann, damit der Sonnenschein mal endlich weg ist. Ja, was sonst gibt sonst noch für krasse Pflanzen-Pokémon, die ich noch gerne fangen würde? Ich würde gerne Tangela einmal fangen. Habe ich noch nicht wild gefangen. Wie gesagt, Bisasflor würde ich gerne noch wild fangen. Wäre natürlich auch cool, um mein Trauma zu besiegen, das ist mir ja zweimal geflüchtet wild. Dann Endivie, beziehungsweise Loblaw und Meganie fehlt mir ja noch. Der Pokédex-Eintrag bei beiden. Muss ich die Bonbons wirklich sammeln? Dann gibt's noch Giflor, Duflor. Ja, aber ich denk mal, er wird viele Paras bei mir geben. Owei wird's vielleicht eventuell wieder geben. Gab's zwar schon zum Osa-Event vermehrt bei mir. Also denke ich mal, dass auch Owei wieder kommt. Dann kann ich mir auch wieder ein gutes Kokowai entwickeln. Also, wenn ich genug Bonbons zusammenkriege, übers Wochenende werde ich dann einige Pflanzen-Pokémon nochmal am Ende vom Wochenende entwickeln. Wir werden sehen, was kommt. Ich bin selber gespannt, ich bin gehypt. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß übers Wochenende mit den ganzen Pflanzen-Pokémon. Sind ja einige wirklich brauchbare und seltene bei, die mir noch fehlen für Pokédex-Einträge. Wie gesagt, die Starter wären cool, wenn ich Endivie häufiger fangen könnte. Ja, das soll es dann auch schon mal gewesen sein mit dem Gequatsche. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr euch erhofft. Und wir sehen uns auf jeden Fall, denke ich mal, spätestens am Samstag mit Gameplay. Ob ich morgen Gameplay bringe, direkt, weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Und am Freitag, was ich da bringe für ein Video, weiß ich selber noch nicht. Seid gespannt. Wir sehen uns. Und jetzt noch kurzes Gameplay. Bis dann und auf Wiedersehen. Wow, das ist sehr selten. Dieses Slimer. Ich habe hier schon mal eins gefunden, aber das war nicht so heftig wie das. Ich muss aber trotzdem mal hier riskieren. Sananabeere, weil mir Schleimer immer noch fehlt. Und Hyperball. Und sogar großartig getroffen. Das müsste doch eigentlich hoffentlich mal drin bleiben. Dann gibt es nämlich 6 Bonbons, weil ich den behalte und vielleicht verschicke ich den anderen mal gucken. Je nachdem, wer besser ist. Und geil. Aber da habe ich immer noch nicht genug Bonbons, um Slimog zu entwickeln. 27 Bonbons, ja, ist okay, aber ich behalte ihn erstmal. So Leute, jetzt möchte ich noch einen Hoppsprossh zu einem Papunga entwickeln. Habe jetzt endlich genug Bonbons. Erstmal wird es zur Hubbeluft, natürlich, ist ja klar. Und ja, dann gucke ich mal, was das Papunga kann. Das ist jetzt, glaube ich, das Beste, was ich habe. Ich habe nur eins, ich habe die anderen alle verschickt, weil die einfach Schrott waren, die anderen Hoppsprossh. Und das eine Hubbeluft habe ich ja noch aufgehoben. Da kann ich auch noch theoretisch irgendwann mal verschicken, wenn ich das nicht mehr brauche. Das hat schon mal 609 WP und würde zu einem Papunga entwickelt. Das müsste ja dann eigentlich 1200 haben. Ich weiß gar nicht, wie die Umrechnung ist. Ich denke mal, ne? Sowas um den Kante müsste das Papunga bekommen. Und das habe ich noch nicht. Das wird dann ein neuer Pokédex-Eintrag. Das ist natürlich sehr nice. Sehr nice. Papunga, yay. Die Pusteblume sieht ja so ein bisschen aus, ne? Mein Pokédex wächst endlich.
Und Kugelsaat Zauberschein, okay. Ja, war ja fast richtig mit 1200. Das ist 1000. Und 1109. 1109, ja, 1109 ist richtig. So, das behalte ich natürlich.